So Leute, jetzt haben wir das allerletzte Thema. Und zwar war das Thema mit den Lotto-Links, dem Trading-Link und dem Casino-Link. Folgendes. Lotto-Links waren kostenlos. Kostenlosen Lotto-Link rausgehauen. Jeder konnte mitspielen, konnte gewinnen oder verlieren. Ich meine, ich spiele wahrscheinlich zweimal pro Monat Lotto, immer für 7 Euro. Ja? Immer für 7 Euro sind für mich meine 14 Euro im Monat. Das hat sich noch nie verändert. Ob ich weniger Geld hat, mehr Geld hat. Ja? Die Vorwürfe waren ja, dass da jemand lottosüchtig werden könnte. Ich meine, sorry, aber da konnten sowieso erst Leute ab 18 mitmachen. Ab 18 hat jeder seine eigene Verantwortung. Und ich meine, ich weiß noch damals, ja, mein Onkel hat halt ein, zweimal die Woche geräucherte Lackstücke mit einem Bier getrunken. Hatte mir damals ein Bier angeboten, ja. Da war ich gerade mal vielleicht, weiter 16. Ich würde auch sagen, was für ein schlimmer Onkel, da kannst du jetzt alkoholabhängig werden. Leute, es gibt die Leute, die bei einer Zigarette, bei einem Bier oder bei einem irgendwas süchtig werden können. Die gibt es sicherlich. Also schaut euch mal, doch mal das Fernsehen an, ja. Oliver Kahn macht irgendwie Tipico, Links, Werbung und so weiter und so fort. Lotto ist überall, wird im TV beworben. Also wer mir da wirklich was anhängen will, da muss ich ganz ehrlich sagen, der sucht wirklich nur irgendwie in Haaren der Suppe und will mich halt wirklich irgendwie fertig machen. Und das ist wirklich ein Witz. Sorry Leute, aber das ist ein Witz. Dann kommen wir zur zweiten Sache. Und ich will jetzt auch hier wirklich, mir geht es auch nicht hier um politische Korrektheit oder so. Hier geht es wirklich einfach um normalen Menschenverstand, um Logik. Jeder, der sich da angegriffen fühlt, weil man einen kostenlosen Lottoschein bekommt, der ist für mich wirklich selber schuld. Dann geht es zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist Trading. Mich haben auf meinem Zweitkanal, auf meinem Business-Channel, wo ich sehr gerne über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter rede, mich sehr oft Leute angeschrieben, angefragt, hey, wie sieht's denn aus, machst du Aktien, machst du Daytrading, machst du dies und jenes? Habe ich gesagt, Leute, ich habe öfter schon Aktien gemacht, damals habe ich meinen fettesten Coup gehabt mit BP, dann da richtig gutes Geld dran verdient. Und Trading war für mich immer schon interessant, aber ich habe es persönlich noch nie gemacht. Und dann gab es ein Trading-Programm, was man 6 Wochen lang kostenlos testen konnte. Da haben mir dann hinterher einige Leute geschrieben, Karl, Gott sei Dank habe ich hier dieses kostenlose 6-wöchige Trading-Programm machen können, denn ich habe 5000 Euro verloren, Gott sei Dank war es kein echtes Geld. Also das war im Endeffekt ein Programm, das konnte man sich runterladen und da an der aktuellen Wirtschaftssituation, ja, anhand dieser aktuellen Wirtschaftslage, konnte man mit virtuellem Geld traden. Das war also auch wieder kostenlos. Das war auch wieder kostenlos. Und wenn man sich da nicht abgemeldet hat, ja, nach 6 Wochen, dann ging es halt weiter. Und das ist halt leider bei allen Dingen so. Ja. Wenn ich meinen Handyvertrag nicht kündige, wenn ich meinen Fitnessstudio-Vertrag nicht kündige, dann ist da bei fast allen Dingen eine Klausel drin, dass es halt dann weitergeht. Und dann hat es, glaube ich, 20, 30 oder wie viel Euro pro Monat gekostet. Und dann wurde es halt ein paar Monate lang verlängert. Und ich habe das aber auch gesagt, Leute, dass man das Ding bitte kündigen soll. Ja. Ganz einfach. Ansonsten gibt es da nichts. Also alle die Leute, die mich jetzt hier in irgendeine Richtung darstellen wollen, sind im Endeffekt, ja, sind das Meinungsmacher. Das sind Jungs, ja, die packen hier ihre Propagandakeule aus und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht rechtens und solchen Leuten sollte man definitiv keinen Glauben schenken. Dann geht es weiter mit der Casino-Sache. Da auch viele Leute. Ich biete nur Dinge an, die ich auch selber gern mache. Ich gehe selber gern her. Einmal alle 3 Monate ist es, damals in Las Vegas war es, und gehe einfach ins Casino, ja. Mache ich einfach ab und zu, ich setze mir da ein Limit. Früher, als ich halt weniger Geld hatte, habe ich mir halt ein Limit von 50 Euro gesteckt, meine Schwabentaktik gemacht. Später habe ich halt dann mal ein Limit von 500 Euro gehabt. Und ich habe auch schon mal über die Stränge geschlagen und mal 3000 Euro verloren. Ja. So ist es halt. Und das war ein Angebot, wo wenn man, ich habe ja niemandem empfohlen, dass er jetzt hergehen soll und anfangen soll Lotto zu spielen oder anfangen Trading zu machen oder anfangen ins Casino zu gehen. Ich habe nur gesagt, die Leute, die es ohnehin schon machen, die da Bock drauf haben, die können sich hier einen Account erstellen und bekommen halt, glaube ich, ein paar hundert Euro oder so halt einfach kostenlos zum Starten. Und wenn man die verzockt, kann man ja auch aufhören. Ja? Das heißt, ich würde nie Leuten empfehlen, jetzt einzusteigen
ins Glücksspiel oder einzusteigen irgendwo, ja. Und dann noch zu guter Letzt die Sache mit der Putzfrau. Also muss ich ja wirklich schon sagen, dass es das Allerlächerlichste ist. Wenn jemand halt eine Putzfrau haben will, ja, wenn jemand eine Putzfrau haben will, dann kann er halt da sich Putzfrauen einfach anschauen, ja. Das ist eine Sache, die habe ich selber gemacht. Das wäre jetzt genauso wie, wenn ich sage, hey, wer einen Mechaniker braucht oder wer einen Dachdecker braucht, kann auf hammer.de gehen. Ja, wenn jetzt hammer.de zu mir kommen würde und sagen würde, Karl, pass auf, jeder, der jetzt bei hammer.de irgendwie einen Klempner bestellt, kriegt 50% Rabatt, dann hätte ich das damals auch auf meinem Business-Account online gestellt und hätte gesagt, hey, pass auf, jeder, der bei hammer.de einen Klempner will, kann sich hier 50% Rabatt holen. Da ist doch nichts dabei. Also wer da ein Problem sieht, der hat für mich wirklich ein Intelligenzproblem oder einfach ein Verständnisproblem oder will mich halt nur schlecht machen. Und das wahrscheinlich fällt es aufs Dritte, denn ich will den Leuten ja nicht unterstellen, dass sie dumm sind oder dass sie ja vielleicht Meinungsmache betreiben. Ja? Ja, wobei, das muss man ja fast schon unterstellen. Das heißt, das war's, Leute, das waren die Punkte. Ich meine, gegen Supplements, Fitnessprogramme und Klamotten und solche Dinge kann man ja nicht sagen. Und zu guter Letzt, ich lasse mir nicht meine Themen vorschreiben. Ich mache nicht nur Fitness. Ja? Wenn ich über andere Themen sprechen will, wenn ich ein Buch vorstellen will, dann mache ich das eben auch. Leute wollen das wissen, Leute wollen das hören. Haben wir die 4 Videos durch. Thema Tim, InScope, Wemma, Lotto, Casino, Trading. Wenn es noch irgendwas gibt, ja, dann räumen wir wirklich jetzt gleich damit auf, machen das ganze Ding fertig. Bis dann, haut rein, ciao.